Naja, immerhin bin ich jetzt wieder groß und wenn ich jetzt aufpasse, dann sollte das jetzt auch gehen. Das war echt blöd, wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? Also ich wäre jetzt nochmal zurückgegangen und dann hätte ich gehofft, dass dieser Block hier wieder da ist, aber ob das was gebracht hätte? Ja? Okay, ich kenne halt noch nicht alle Kniffe des Spiels, aber man... Oh. Gewöhnt sich dran. Sicherlich werde ich das irgendwann alles noch besser können. Nur etwas nervig, dass ich nicht rennen kann. Nebenbei hat ja nur zwei, naja, mit Start und Select 4 Tasten. Da bleibt nicht viel übrig zu machen. Oder? Hatte der Gameboy damals schon die Select-Taste? Ja, ich glaube ja. Ich habe den gerade nicht vor Augen. Och. Ich bin echt unfähig, diesen Boss zu besiegen. Es ist unglaublich, ey. Oh Mann. Könnte ja auch kaum peinlicher sein. So, immerhin das schon mal geschafft. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich ihn beschädigen kann. Ja. Das ist echt blöd, wenn man nicht weiß, wie man ihn beschädigen kann. Eieieiei. Fängt ja auch super an hier. Naja. Nehmt's mir nicht übel. Es ist blind. Und ich kann's nur betonen, ja, ich habe das bewusst gemacht. Im Nachhinein hätte ich's vielleicht doch anders gemacht, aber jetzt zieh's durch. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt ist zu spät. So. Also nochmal. Also, wenn ich groß gewesen wäre, denke ich mal, hätte ich ihn einfach bloß anrammen müssen, wenn er wieder rauskommt. Die Frage ist nur, wie ich das nochmal alles klein mache. Ich kann ja als kleiner Wario nichts außer da sein. Wenn ich denn eine Existenzberechtigung habe. So. Springen. So. So. Diesmal klappt das hier auch. Jetzt macht er wieder den Scheiß. Okay. Jetzt kommt er wieder irgendwo, wo kein Schwein weiß, raus. Und jetzt muss ich ihn noch bestimmt anrammen. Ja. Super. Das klappt. Jetzt macht er das alles nochmal. Und das Ganze muss ich jetzt bestimmt dreimal durchhalten. Aber ich weiß eben immer noch nicht, wie das im Kleinen alles funktionieren soll. Hier gibt es so viele Stellen, wo man sich im kleinen Format denkt, hä? Wie? Aber ich kann ihn bestimmt auch einfach auf den Kopf springen. Na, klasse. Finden wir es heraus. Wenn ich das jetzt hier nochmal faile, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Tja, das geht nicht. Oh, ich bin doch auch bescheuert. Jetzt weiß ich das. Ich hab das doch vorhin... Ja, jetzt habe ich gerade keine 10 Münzen. Ich kann mich doch groß machen. Ich brauche bloß Münzen. Das ist das Problem. Ach, Mann, ey. Ja, echt leid, Leute. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit kriege ich hier das Spiel auch noch auf die Reihe. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ich fehle hier ja einmal nach dem anderen. Das ist doch unglaublich. Kann mir sowas nur passieren. Pass auf, jetzt gehe ich noch im ersten Part Game Over. Das wäre es ja noch. Episch, wie ich bin. So. Und jetzt kann ich die Münze nicht aktivieren. Aber ich muss den doch auch klein besiegen können, ich meine. Aber wie? Ich komme echt nicht zu diesem bekloppten Endgegner, ohne hier 3000 Mal zu sterben. Es ist episch. Ach, komm schon, so. Mauli,
Konzentrier dich. Und jetzt geht er los. Macht die Aufregung. Das macht die Aufregung. Beim ersten Let's Play. Ist man noch ein bisschen zittrig. Ja, das macht die Aufregung. Gute Ausrede, ich weiß. Schlechte Ausrede, aber naja, gut. Ihr werdet sicherlich Spaß daran haben, euch jetzt hier gefühlte 5 Minuten dieses Level anzuschauen. Ja, ich hätte es nicht besser machen können. Gut, ich hätte jetzt tatsächlich auch noch Game Over gehen können. Das wäre das Beste gewesen. Und dann hätte ich gleich nochmal von vorne anfangen können und dann... nein, aber ich will das auch nicht rausschneiden. Ich halte das jetzt hier nicht vor. Ich schneide das raus. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein. Ein Fail nach dem anderen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn jetzt besiegen soll. Jetzt reicht's mir. Mir reicht's jetzt. Ups. Ja. Komme ich jetzt aus dem Level irgendwie wieder raus? Nein. Natürlich nicht. Geil. Ach, Mann, ey. Rauskommen oder nicht? Oh Mann. Oh Mann. Das kann doch echt nicht sein. Naja, mal gucken, wie ich das jetzt geschnitten kriege. Ah. Mal schauen. Ich schätze, ich weiß das schon wie. Muss es mir halt nur noch mal genauer anschauen. Aber jetzt muss ich erstmal das erste Level nochmal machen. Ach, nein, 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 nein. Aber das kann ich euch natürlich jetzt nicht antun, euch das erste Level hier auch noch zu zeigen. Aber ich werde hier für meine Spezies, für meine Spezies lade ich das hoch. Die kriegen das gelistet, nicht gelistet, das Video im ungeschnittenen Format. Ja, wenn ihr das jetzt seht, dann habt ihr die ungeschnittene Variante. Alle anderen sehen die geschnittene Variante, aber ihr könnt euch auf epische Fails freuen. Ich muss nur sehen, wie ich das schneide. Das wird doch irgendwie gehen. Ich hatte doch bestimmt da mal eine kurze, ruhige Minute, in der ihr das gar nicht mitbekommen werdet, wenn ich das geschnitten habe. Ja, vielleicht schon. An der Lebensanzeige. Mal gucken, ob da ein paar User so pfiffig sind. Aber gut. Bin ich jetzt wenigstens am Midway Point? Nein. Ich bin nicht am Midway Point. Ich bin nicht am Midway Point. Wieso? Nur weil ich jetzt ein anderes Level betreten habe, natürlich. Oh Mann, ey, Leute. Kommt schon. Das kann doch echt nicht sein. Also nochmal. Jetzt, klappt das aber. Mal gucken. Schwierige Sache. So. Ich könnte natürlich jetzt auch das alles ganz authentisch hochladen. Oh. Geht das schon wieder los? Das alles ganz authentisch hochladen und euch an meinem ersten Let's Play Aufnahmefail teilhaben lassen und sagen, ja, hey, komm, warum soll ich euch irgendwas hier rausschneiden, das gehört dazu. Ich spiele ja,
Und wenn ich fehle, dann ist das so. Natürlich könnte ich auch sagen, nein, ich schneide das jetzt raus, weil ihr wollt das nicht sehen. Verständlicherweise. Ihr wollt ja sehen, wie das Spiel weitergeht. Und ich fehle hier am ersten Boss 5-mal. Gefühlte 20-mal. Aber jetzt werde ich ihn sicherlich irgendwie schaffen. Mal schauen. Er macht immer das gleiche. Links, rechts, dann geht er nach oben, dann buddelt er sich ein, dann kommt er da irgendwo raus, dann müsste ich ihn bloß anstoßen. Aber irgendwie weiß ich nicht. So, jetzt kommt er raus. Bums, fertig. Jetzt geht er wieder da, jetzt macht er wieder das. Es ist immer das gleiche. Und ich krieg's nicht hin. Was soll denn das nachher erst werden? Ach, naja, hoffentlich. Vielleicht löst sich irgendwann die Aufregung und dann wird das sicherlich irgendwann funktionieren. So, bam. Und noch einmal, komm schon, komm schon. Diesmal aber jetzt. Reicht's mir hier aber. Stimmt dreimal, ich hoffe nicht fünfmal oder so, oder viermal. Ich will den jetzt besiegen. So, komm schon, komm schon. Jetzt aber. Und... Bams, na geht doch, wunderbar, endlich das... Oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, ich habe mich schon gemütlich zurückgelehnt. Und dann kommt hier so ein Münzregen, endlich den ersten Endgegner geschafft, ey, Leute. Ist unglaublich, wie das passieren konnte. Das tut mir auch jetzt vollkommen leid. Aber nun ist es ja vorbei. Machen wir... Wüsste ehrlich mal gerne, was passiert, wenn ich hier 100 Münzen eingebe. Deswegen mache ich das jetzt auch. Nur deswegen. Wenn das jetzt Verschwendung war, dann weiß ich nicht, aber ich mache das jetzt. Ah ja. Alles klar. Hm. Die Ziele sind größer. Also ja, je mehr Münzen man eingibt, desto leichter wird es im Grunde genommen. Na, ja. Oder auch nicht. Nur weil die Ziele größer sind, als es nicht, desto leichter. Ah, nee. Okay. Oh, ich kann die auch halten. Das ist gut. Ich bin echt nicht dafür geboren. Aber wie lang kann er so bis die Zeit sein? Das ist natürlich. Jetzt kommt er nochmal. Bam. Toll. Ja, wie gesagt, nur weil die Ziele größer sind, heißt das nicht, dass sie leichter zu treffen sind. Oh, ja, der kommt nicht an. Oh, er wäre doch angekommen. Nicht mein Spiel. Wir machen weiterhin das Münzspiel. Ihr habt das hier jetzt gesehen und, ne? Naja, 36 Münzen bleiben noch. Rein in die Schatzkammer und ich weiß immer noch nicht, wozu die Buchstaben da sind. Die ja in 5er-Reihen, 15 Buchstaben von A bis O. So. Ich gehe jetzt davon aus, die erste Welt ist geschafft. Und es geht in die zweite. Ein überdimensionaler Teekessel? Ja, Mr. Teapot. MT Teapot. Wofür steht MT? Mount? Teapot? Ja, klar. Ja, alles klar. Mount.